Hi Leute, willkommen zum neuen Leben in Ungarn Video. Diesmal ja, einige News. Hier zum Beispiel auf der Seite Unser Mitteleuropa steht: Orban verhöhnt die korruptionsanfälligen EU-Eliten. Und er hat gesagt, korrumpierte EU-Abgeordnete können im Gefängnis eine Fußballmannschaft gründen, weil sie schon so viele sind. Und ja, auch die Opposition in Ungarn bezichtigt ja oft Orban der Korruption und schreien lauthals, wie korrupt er ist und hin und her. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass auch ungarische EU-Abgeordnete hier in diesem Korruptionsfall verwickelt sind. Und ja, auch von der Opposition also hier in diese Korruptionsaffäre verwickelt. Das soweit dazu, da möchte ich auch gar nicht mehr dazu sagen, außer es ist eigentlich wurscht, welchen Politiker man hernimmt. Die meisten sind korrupt und ob das jetzt auf der einen Seite des Lagers steht, auf der Oppositionsseite des Lagers steht, alle sind korrupt und alle halten die Hände auf. Das ist die Wahrheit. Deshalb sind sie auch Politiker. Ganz einfach. So, gehen wir mal zu etwas Erfreulichem weiter. Audi Hungaria stellt Rekorde auf. Ungarn heute berichtet, dass in Győr 2022 mehr Fahrzeuge und Fahrzeugantriebe vom Band gelaufen sind als je zuvor. Und auch für das Jahr 2023 ist Audi Hungaria optimistisch. Und hier sehen wir ein Bild und es wurden 171.134 Autos gebaut, dann 1.677.545 Stück Antriebe, also Motoren, wurden gebaut und derzeit arbeiten 11.957 Personen bei Audi Hungaria. Damit Audi Hungaria der größte Arbeitgeber in Győr und feiert auch sein 30-jähriges Jubiläum in Győr, also 33-jähriges Bestehen. Das Unternehmen wird 2023 sein 30-jähriges Bestehen feiern und hat sich zum Ziel gesetzt, neue Meilensteine zu erreichen. Also eigentlich die deutschen Autobauer sind ja in Ungarn groß vertreten. Also wir haben Audi in Győr, Mercedes in Kecskemét und dann haben wir noch Opel in St. Gotthard, BMW kommt, obwohl Opel ja jetzt schon zu Renault gehört und nicht mehr kein deutscher Autohersteller ist. Also vorher war es auch schon General Motors, aber auf jeden Fall ein Autohersteller, was hier in der Grenzregion ist, ist halt Opel in St. Gotthard. Die suchen auch immer Mitarbeiter. Dann, wie gesagt, BMW kommt nach Debrecen. Und dann haben wir noch Suzuki in Ungarn, ist auch schon ziemlich lange in Ungarn. Also Ungarn eigentlich ein tolles Land für die Autobauer, so wie es ausschaut. Dann noch kurz zur Info zu Audi. Im Jahr 2022 war der Audi Q3 das meistproduzierte Modell. Es wurden 98.665 Einheiten hergestellt. Darüber hinaus wurden in Győr 64.343 Q3 Sportbacks und 6.291 TT Coupés und 1.835 TT Roadster produziert. Von den elektrisch angetriebenen Modellen Q3 und Q3 Sportsbacks sind im Jahr 2022 21.466 Plug-in-Hybrid-Modelle sowie 25.181 Mild-Hybride vom Band gelaufen. Also, produzieren schon kräftig da in Győr, also Audi da sehr gut aufgestellt. Und hier noch ein Artikel: Audi Werkzeugfabrik in Győr mit Großinvestition erweitert.
Mit der Erweiterung der Audi-Werkzeugfabrik stehen nur nun 58.300 Quadratmeter für die Werkzeugproduktion, den Geräte- und Ausrüstungsbau und die exklusive Serienproduktion zur Verfügung. Also, die investieren schon eigentlich, ja, ganz Dürr wird von Audi finanziert, kann man so sagen. Und ja, eigentlich für Dürr ist es ein guter Schritt gewesen, dass dort Audi hingekommen ist. Wirklich viele Leute haben dort gute Arbeitsplätze, denn Audi gibt wirklich gute Arbeitsplätze aus, bezahlt auch gut. Genauso auch Mercedes in Kecskemét. Dort haben die jetzt die Mitarbeiter in Kecskemét von Mercedes Provisionen gekriegt, also Boni gekriegt. Sowas gibt es ja, selten bei anderen Firmen. Also es ist schon gut für Ungarn, dass hier die großen Autobauer kommen. Und so wie es auch ausschaut, ja, ist es gar nicht so schlimm, dass hier eine Rezession oder sonst irgendetwas ist. Also die Autos werden produziert, 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 als ob es kein Morgen gäbe. Ja, für die Mitarbeiter natürlich gut, denn für jeden ist damit die Arbeit gesichert. Steuereinnahmen kommen nach Ungarn, beziehungsweise für die Städte und so. Also das ist natürlich gut. Und ich würde mal sagen, für die Autobauer, für die Firmen ist es natürlich auch gut. Damit auch für die Zulieferer gut. Also jeder gewinnt an diesem Standort Ungarn. Also ja, so viel dazu. Damit bin ich auch schon am Ende dieses Videos. Also erfreuliche Nachrichten von Audi Hungaria in Győr. Und ja, ein optimistischer Blick auch auf das Jahr 2023. Hoffen wir halt einmal das Beste, dass da nicht irgendwie auch noch in Europa zu einem Krieg, ausgeweiteten Krieg kommt, denn ja, dann ist der Optimismus dahin. Also, aber bleiben wir mal optimistisch und freuen uns hier mit Audi Hungaria über diese Zahlen. Natürlich gut auch für Ungarn und für die Staatseinnahmen. Also, über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen und hören uns im nächsten Leben in Ungarn Video.